Erich Manser nach 32 Jahren schließt Wamko die Tore. Zum Abschluss mal nochmal ein großer Kostümfundus. Kannst du vielleicht erzählen, Wamko hat klein angefangen aus dem Bauch Götzis raus. Wie hat sich jetzt entwickelt? Wie viele Mitglieder haben da? Ja, die Mitglieder, die wechseln laufend. Also das ändert sich von Jahr zu Jahr. Es kommen welche dazu, es fallen wieder welche weg. Immer dann, wenn man eine Aufführung hat, dann ist wieder ein großer Ansturm da aus dem Publikum. Leute, die es gesehen haben, die kommen dann einfach und sagen, ja, sie möchten auch mitmachen, das möchten sie auch lernen. Und so variiert es immer. Aber wir sind immer so in der Größenordnung von 20 bis 30, 35. Zur Spitzenzeit haben wir fast 90 gehabt, aber das ist natürlich auch fast unmöglich zum Schaffen. Man sieht schon, du bist in einem wunderschönen Kostüm drin, zwar als Erde verkleidet. Kannst du nicht erzählen, was und ja alles für Schätze bei euch im Kostümfundus? Da ist eigentlich für alles was dabei. Wir haben aus 33 Jahren Musicals auf der Bühne, Kostüme in Hülle und Fülle. Von jedem Stückchen gibt es irgendetwas, was man findet, Einzelstücke. Manche so in Bandbreite, wo wirklich von ganz vielen Produktionen was dabei ist. Also ich glaube, da findet jeder etwas. Hast du vielleicht ein persönliches Highlight, wo du siehst, das Kostüm fällt vielleicht echt ein bisschen schwer zum Herreagieren? Ich glaube, das Gaia-Kostüm aus Anderswelt, das ist brutal aufwendig gewesen, um das zu machen. Man fühlt sich auch unglaublich, wenn man es auch hat. Ich glaube, das ist schon schwierig zum Hergeben, aber vielleicht findet es jemand, wo sieht und ich kann das brauchen und das passt für mich super. Du bist eigentlich Mitglied der ersten Stunde. Du bist bei den Anfängen vom WAMKO vor 33 Jahren mit dabei gewesen. Kannst du vielleicht erzählen, wie hat da alles angefangen? Was waren vielleicht damals so die Highlights? Also angefangen hat das als eine kleine Gruppe im Bord Götzis damals. Die Lust am Musical entdeckt haben mit dem damaligen Leiter und Gründer Habib Samadzadeh. Und da haben wir ganz klein, also in Kirchen und so, aufgeführt, Jesus Christ Superstar als erstes. Das hat natürlich auch gut gepasst zu der Atmosphäre. Und damals war ein großer Teil der Show mit Playback. Und da haben wir also noch so die alten Kassettenplayer gehabt. Und seitdem hat sich das natürlich deutlich entwickelt. Ja, mit der Zeit sind halt immer neue Leute dazugekommen, Jugendliche, die uns gesehen haben und die auch begeistert waren davon. Und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt.